Michael van Gerwen gegen Ricky Evans. Ein klares 4:0 im vergangenen Jahr für Michael van Gerwen, der ohnehin in seiner Karriere von 10 Matches erst eines gegen Ricky Evans verlor. Martin, was wir auf jeden Fall erwarten können, ist eines der schnellsten Matches dieser WM. Definitiv. Ich meine, man sieht ja schon beim Einspielen, wie die beiden die Darts mit Tempo richtig ins Board feuern. Und wenn die beiden ins Rollen kommen, dann kann ich sagen, dann haben wir ähnlich so viel Spaß wie gerade eben. 96. Auch hier muss gesagt sein, diese Partie hängt stark von Ricky Evans ab. Wie gut wird er sich präsentieren? Wie gut kann er MVG Einhalt gebieten? 100. Ja, und wer denkt, jetzt geht's ans Verschnaufen oder ähnliches? Hier wird gnadenlos weitergemacht. 9 Darts gespielt, 167 Rest für Rapid. 93, Ricky Rick 167. Ricky Evans hält ja einen gestoppten Rekord von 2 Sekunden und 2,16 Sekunden, um eine 180 zu werfen. Und Wayne Mardell hat eins gesagt, das ist der schnellste Spieler, den ich je gesehen habe. Und Wayne Mardell hat eigentlich alle Spieler auf der Welt gefühlt gesehen. Ricky Evans nimmt hier auf jeden Fall das erste Leg. 60. 57. Ricky Evans geht natürlich auch in so eine Partie hinein, Martin, ohne echten Druck. 81. Denn er weiß natürlich, Michael van Gerwen, der muss, der will, der hat natürlich mitbekommen, was da vorher auf der Bühne 100. passiert ist, das ist klar. Damit ein großer Konkurrent für Michael van Gerwen, erst einmal aus dem Feld. Und die einzige Jagd, die er kennt, ist die 100. nach Trophäen, nach Preisgeld, nach Titeln und vor allem nach dem WM-Titel. Natürlich, es ist ja ähnlich, ja ähnliche Prozedur wie die Begegnung gerade zwischen Gabriel Clemens und Peter Wright. Aber du hast auch, das darf man nie vergessen, du hast immer Ansprüche an dich selber. Du willst ja auch da hochgehen, du willst ein vernünftiges Spiel machen, du willst nicht untergehen oder ähnliches, sondern du willst halt wirklich effektiv mitspielen und am liebsten willst du natürlich auch gewinnen. Aber du weißt auch, ich muss hier schon ein extremes Monsterspiel abliefern, um wahrscheinlich MVG zu schlagen. Tops! 120. 100, Michael, you require 40. Drei Darts, noch zwei. Noch einer. Und das zweite Leg geht an Michael van Gerwen. 81. 130. Michael van Gerwen, was für eine Karriere. Einst Fliesenleger, aber schon sehr früh den Darts 96. verfallen. Schon in jungen Jahren hat man gemerkt, was für ein unglaubliches Potenzial, was für ein Talent in ihm schlummert. Er hat das alles umgesetzt. Er ist die Ikone neben Raymond van Barneveld des niederländischen Dartsports. Er ist das Gesicht der PDC seit dem Rücktritt von Phil Taylor. Er ist seit Januar 2014 die Nummer 1 der Welt. Und dieser Status, der wackelte tatsächlich vor dieser WM. Es war ja immer, wer kommt weiter, der ist die Nummer 1 der Welt. Sollte Michael van Gerwen jetzt hier weiterkommen gegen Ricky Evans, dann behält er weiter diesen Status. So, Tops, 2:1. Das ist das erste Break in diesem Spiel und das geht an Michael van Gerwen.
Und apropos Ikone in den Niederlanden, diese Ikone, Raymond van Barneveld, fünfmaliger Darts-Weltmeister, der kann euch helfen, euer Spiel auf ein anderes Level, Niveau zu hieven, auf akademie.sport1.de. 50, Sir. So, 100. Ricky Evans 100. Michael van Gerwen, er hat ja eigentlich genau rechtzeitig zu dieser WM wieder seine Form gefunden. Players Championship Finals, das letzte Major vor der WM, 96. Doch noch gewonnen. Sein zweiter Major-Titel in diesem verrückten Jahr. 2020 für ihn natürlich wenig. Ricky Evans mit seiner ersten 180. Und er bringt sich damit auch auf den Finish und hat die Chance, um 2:2 auszugleichen und hätte da einen Anwurf im letzten Deck. Und das ist manchmal auch das Faszinierende an Darts. Letztes Deck spielt MVG 10 Darter und hier spielt er 12 Darts und hat gerade mal knapp die Hälfte an Punkten erreicht für dieses Leck. 140, Ricky Uruguay 86. Triple 18 für Doppel 7. Michael Uruguay 92. Und der spielt das nicht überhastet. Ricky Evans, der spielt einfach so. Doppel 12. Ja, und Van Gerwen nimmt das raus hier zum 3:1 und damit zum ersten Satz. Ins letzte Match dieses Abends. Michael van Gerwen, 100er Average. Etwas mehr als 6 Minuten dauert dieser erste Satz gegen Ricky Evans. Und damit wieder rauf auf die Bühne. Allerdings noch ein Hinweis: Klickt euch mal rein auf die Seite der PDC Europe. Da gibt es individualisierte Grußbotschaften der Dartstars, unter anderem auch von diesem Herrn, von Michael van Gerwen und auch von Legende Phil Taylor. Wer da ein ganz besonderes Geschenk braucht, nicht nur zu Weihnachten, das gibt es auch so. Dann klickt euch in den Shop der PDC Europe. Macht einen sehr souveränen Eindruck bis hierhin, Michael van Gerwen. 140, 180. Auch in diesem Set wieder angefangen. 96. Ja, und auf dem Weg vielleicht zum zweiten 10-Data in dieser Begegnung. 105. Nee, leider nicht. Hatte noch ein Triple dafür benötigt, aber auch hier 9 Darts gespielt, 76 Rest. Das ist natürlich Weltklasse. 93, Michael Uruguay 76. So, 12 Data Michael van Gerwen zum 1-0 im zweiten Satz. 140. Das ist schon ziemlich souverän, dieser Start von Michael van Gerwen. Und das, obwohl Ricky Evans hier echt gut mitspielt, spielt selbst knapp ein 95er Average, kommt aber kaum auf ein Doppel. Michael van Gerwen spielt hier 105,8 bis hierhin schon sein erstes Match gegen Ryan Murray in Runde 2. Da hat er ja oft brilliert mit 108,98, der sechsthöchste Average, der je bei einer WM gespielt wurde. Und das war nur der Anfang. 133. Das ist auch so ein Ding, er wurde viel kritisiert, Michael van Gerwen, in diesem Jahr. Er wusste natürlich auch oder weiß auch, dass das nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Diese WM, man hat das Gefühl vom ersten Tag an, Martin, er will es hier allen zeigen und er will das hier mit einem großen Knall. Natürlich will er es allen zeigen, das steht, glaube ich, außer Frage. Ricky Evans zum 1-1. Wir reden über Michael van Gerwen, den wohl dominantesten Spieler der letzten Jahre. Und ich finde es halt also schon extrem, dass er halt so in die Mangel genommen wird. Er hat so viele Jahre gut gespielt. Jetzt ein Jahr, ein halbes Jahr.
einfach keine guten Turniere gespielt. Bei der Premier League, nicht in die Playoffs gekommen unter anderem. Zum ersten Mal in seiner Karriere. Ja, viele andere Turniere auch nicht weit gekommen in den Majors. Wie du bereits sagtest, kein anderer Spieler konnte Van Gerven dreimal in einem Major schlagen. Simon Whitlock hat es dieses Jahr auch geschafft. Simon Whitlock. Also sind natürlich auch in Anführungszeichen Negativrekorde, aber in was für Runden sind diese Negativrekorde aufgestellt worden? Wir reden von der Premier League, der stärksten Dartliga der Welt. Ja, und da passiert es nun mal. Ich meine, Gott sei Dank ist dieser Mensch auch nur ein Mensch und keine Maschine. Er ist zwar The Green Machine, aber zum Glück irgendwo auch noch ein Mensch. Ich meine, jeder wäre ja verzweifelt, wenn dieses Level, was er teilweise vor 3-4 Jahren, 110, 110, 110, wenn er das immer durchgezogen hätte, dann wäre ja jeder dran verzweifelt. Vielleicht ein bisschen auf der Suche nach dem Maschinenstatus, Michael van Gerven. Aber auch das ist eben das Sportlerleben. Du hast viele Hochs, du hast aber auch Tiefs. Und er hat lange kein Tief mehr mitgenommen, Michael van Gerven. Das muss man natürlich auch sagen. Und da zeigt sich auch immer ein Charakter, da zeigt sich die Stärke eines Sportlers, wie er aus so einem Tief eben wieder rauskommt. Und bei dieser WM ist er auf einem guten Weg. Dennoch nicht vergessen, Ricky Evans fordert ihn hier wirklich heraus. Ricky Evans mit dem Break gegen MVG. Ah, dieses Break braucht er. Hat jetzt den Anwurf. Und kann damit 1:1 in den Sätzen ausgleichen. 94. Kam noch nie über die dritte Runde hinaus. Ricky Evans bei der WM hat aber auch schon mal einen Eindruck hinterlassen. Bei der WM 2016 lag er gegen Simon Whitlock 0-2 in Sätzen und 0-2 in den Legs zurück. Hat dann eine unvergessliche Aufholjagd gestartet, drehte das Spiel mit dem 130er Finish damals zum 3-2. Das alles und dann in Runde 2 gegen Jamie Cavan mit 0-4 rauszugehen. Aber Bullseye! Alte Geschichte, Ricky Evans. Bullseye war das für den Satz. Oh, Doppel 18. Auf Doppel 18. Was für ein Finish von Michael van Gerven zum Rebreak. 321 Punkte mit 5-mal Triple 19 und einer Doppel 18 gelöscht. Weltklasse. So, mal schauen, was von euch noch reinkommt über die Social Media Kanäle, wenn ihr denn noch könnt. Ja, schaut es euch an, lehnt euch zurück, denn genauso ist es. 180 Ricky Evans. Also auch dieses Spiel nimmt hier nochmal ordentlich Fahrt auf. Was für ein Ding jetzt hier. 134, 180, 134. 39. Die passt nicht ins Bild. Und auch hier beide über dem 100er Average spielend. Hundert 171 von Van Gerven für 62 Rest. 100. Michael Lewis 62. Hat der König der Löwen mal kurz gebrüllt. Und nimmt das dann auch raus. 2:0 in den Sätzen für Michael van Gerven. In einem ebenfalls sehr spektakulären Match hier zwischen van Gerven und Evans. Kurze Pause. Gleich weiter. Ellie Pelli live. Holen, Luft rauslassen, Luft bekommen. Alles nicht so einfach in dieser Abendsession nach diesem unfassbaren Sieg von Gabriel Clemens. Auch das hier. Ein unglaubliches Match, Michael van Gerven gegen Ricky Evans. Beispiel gefällig. Zweiter Satz, Michael van Gerven, 115,8 im Average. 3 von 4 aufs Doppel. Und Martin, du hast mitgezählt. 12 in Folge auf Triple 19 versenkt. Ja, jetzt gerade hinten raus, diese 171 gespielt, 150 ausgemacht. Da schon 5-mal die Triple 19 gespielt. Und dann nächstes Leck, 134, 134 da. In Anführungszeichen, nur der Fehler auf der 20 und dann nochmal eine 171 hinterher. Also sensationelle Darts von Michael van Gerven. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich freut es für ihn, weil ich finde es teilweise auch unverschämt, einen
ja, wirklich Weltklasse-Spieler wie ihn so zu kritisieren in den Medien. Es gibt keinen, der so ein fairer Verlierer ist wie er, der wirklich immer nur die Schuld bei sich sucht, keine Ausreden sucht oder irgendwas ähnliches. Und hervorragende Darts. 96. So, wohin geht's in diesem dritten Satz? Muss man auch sagen, Ricky Evans leistet hier vehemente Gegenwehr gegen Michael van Gerwen. Er spielt ein überragendes Spiel, aber das kommt gar nicht so zur Geltung bei einem Michael van Gerwen, der unaufhaltbar scheint, zumindest in diesen ersten zwei Sätzen, und steht auch hier ganz schnell nach 9 Darts wieder auf 41 Rest. Doppel 16, danke schön. Doppel 16, 11 Darter zum 1-0. Spielt und quasi die Pfeile der Stars, die gibt es natürlich für euch auch zu Hause. Die von Michael van Gerwen, wieso nicht? Die von Gabriel Clemens, klar, die auch. Die von Martin Schindler, sowieso. Auch die von Max Hopp und alle anderen deutschen Dartstars. Schaut mal rein, online und im Dartshop-Fachhandel. Van Gerwen spielt 12 Darts, 11 Darts, 11 Darts. Das sind seine letzten drei Legs. Und das ist ein Niveau. Ja, damit wirst du mehr als Weltmeister. Damit schreibst du Geschichte. Aber das, wir haben ja gesagt, du lernst Darts relativ schnell, Martin. Aber du wirst dieses Spiel nie perfektionieren. Das ist schon an der Kante zur Perfektion dann. Ja, also es geht auch praktisch nicht besser. Geht's nicht. Wer 3-9 da hintereinander spielt, ja, keine Ahnung. Also, vielleicht, ja. Melde dich bei mir, ich würde dich gerne unterstützen. Also, ich weiß nicht. Dann brauche ich auch kein Spieler mehr sein, so ungefähr. Ja, weil das wäre ja utopisch. Das wäre wirklich utopisch. Ja, falsche Triple bei Ricky Evans für die 170. Er hätte schon wieder hier 170 ausmachen müssen, um dieses Leck wahrscheinlich zu gewinnen. Ja. 51, 19, 32, 11 Tops. Ui, das ist die Single 3. 32. Na, jetzt die 87 müssen es aber sein. Guter Dart. Besserer Dart. Und Ricky Evans bestraft einen kleinen Fehler von Michael van Gerwen. Rebreak für den Engländer. 96. Auch das ja zwei Spiele, die das Publikum so sehr vermissen. Michael van Gerwen, der sich immer wieder 100. auch gepusht fühlt durch das Publikum, der diese Emotionen mitnimmt. Ein Ricky Evans, der ja ein Showman auf dieser Bühne ist, das ein oder andere Tänzchen immer wieder da lässt. Und. Dritte 180 für Ricky Evans. Vierte ist es schon, pardon. 81. Und eingangs erwähnt, es wird darauf ankommen, wie Ricky Evans hier spielt. Und er hält mit, aber wenn van Gerwen weiter so gnadenlos ist, wird er es schwer haben. Dennoch hier 9 Darts gespielt, 91 Rest im eigenen Anwurf. Das kannst du nicht breaken. 180 von Michael van Gerwen, auch hier Nummer 4. Und er spielt überragend mit Ricky Evans. Der spielt hier ein 103er Average gegen Michael van Gerwen. Und macht hier das 2-1. Die Atmo der Engländer kommt nicht hinterher. So schnell läuft das hier alles. Und nächste 180. Zieht er die Dinger da aber auch rein. Und noch eine. Damit liegst du kaum falsch, Martin, im Moment, auch selbst bei Voraussagen. Schau dir das an, 110,5. Sensationell. Vermutlich auch bislang das beste Match, das Ricky Evans je auf der Bühne gespielt hat. Weiter auf einem sehr hohen High-Finish, Ricky Evans auf dem höchsten. Van Gerwen traut ihm die 170 nicht zu. Na, so wie Ricky Evans spielt, wenn der erste sitzt, kann er den zweiten so schnell hinterherziehen.
Erster sitzt. Zweiter nicht. Beweisstück A. Triple 16. Single 16. Doppel 16. Ja. Und auch das geht raus. Ricky Evans mit den Darts in der Hand für den Satz. 100. Zum Glück ist man sich bei MVG immer sicher, ob er ausgemacht hat oder nicht. Wenn die Kamera mal nicht hinterherkommt. Und jetzt wieder da sein. Und das weiß er. Und das weiß er. Das ist wirklich sensationell. Also das erste Spiel hier. 100. Michael van Gerwen pumpt seinen Average hier auf knapp 110 hoch. 100. Und lass uns Ricky Evans nicht vergessen. Er spielt weiter sensationell. Es wirkt einfach so unscheinbar. Ja. Und es tut mir auch vollkommen leid für Ricky Evans. Aber wenn dein Gegner halt so fantastische Darts spielt, musst du halt echt auch wieder wirklich Magie auspacken. Und es ist jetzt wieder 9 Darts von Van Gerwen. 81 Rest. 60, Michael Lugua, 81. Und da kommt Ricky Evans auf Dauer einfach nicht hinterher. So, Ricky Evans muss da wirklich immer zahlen, wie 156, 161, solche Sachen stehen da, die du rausnehmen müsstest jedes Mal, um hier eine Chance aufs Leck zu haben. Doppel 16. Zum 3:0. Ja. Das ist das 3:0, Michael van Gerwen. Dennoch, zwei Sätze hier über die volle Distanz. Er leistet gegen wer was er kann. Und Rapid hat tatsächlich viel Feuer heute dabei in seinem Spiel. 134. Da muss man sich dann teilweise auch fragen, wo liegt denn die Grenze? Bis wohin kann ich gehen? Aber eigentlich musst du es nur laufen lassen, weitermachen, immer wieder, keep it going, die ganze Zeit. 96. Also insgesamt diese Abendsession jetzt schon, wie dieses Spiel läuft, die beste Session, die WM bislang gesehen hat. Ja, Basti, jetzt sitze ich ja auch neben dir. 64. Nein, es ist, wie ich bereits heute Nachmittag gesagt habe, es ist halt wirklich so ab Runde 3, letzten 16, Viertelfinals, das sind die besten Begegnungen, die größten Nailbiter bei einer WM, aber natürlich auch im Halbfinale oder im Finale kann es dazu kommen, aber hier natürlich einfach auch, weil es mehr Spieler sind, 96, Michael Uruguay 55. So, wo hat er hingespielt? Er hat sich, glaube ich, komplett von der Zahl vertan. Er hat auf die 16, 16, meine ich, hat er getroffen. Er dachte wahrscheinlich 56 und 55 Rest. Naja, siehst du, Single 16. So, jetzt die 7 für Doppel 16. Na, kurz aus dem Tritt, Ricky Evans, ist er da mit der 104? Spielt alles auf die 16. 96, nee. Michael Uruguay 32. So, 1:0 im vierten Satz. Und nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr ja, vielleicht leicht Lust auf die Darts bekommen habt, ob dieser Abendsession nichts leichter als das, holt euch das Equipment im sport1.de Dartshop. Da gibt es alles, was ihr benötigt, um ebenfalls vielleicht auch mal so Darts zu spielen wie die Jungs da auf der Bühne. Wer weiß. 56% Doppelquote Ricky Evans. Schnitt von 101 Punkten auf 15 Lecks gesehen. Und du liegst 3:0 in Sätzen hinten. Ja, manchmal hast du halt auch einfach Pech. 96. Und wenn du das zweimal in zwei Jahren hintereinander Michael van Gerwen auch in Runde 3 bekommst, das 60. ist schon dann undankbar von der Auslosung her. Aber was willst du machen? Das ist halt die Setzliste. Wenn du 32 der Welt bist und einmal gewinnst, spielst du halt gegen die Nummer 1 der Welt. So sieht's aus. 180, Nummer 6, Michael van Gerwen. 130, Sir.
Dieses Spiel, es rast am Auge vorbei. Ja, einmal geblinzelt und schon ist das nächste Leck. Tops. Doppelzehn. Auch das geht. Nächstes Break, Michael van Gerwen 2-0. Noch ein Leck braucht er, um dieses Drittrunden-Match zu entscheiden. Das ist wirklich bitter für Ricky Evans, der so gut spielt hier. 100. Das nutzt ihm zwar nicht wirklich was. Denn auch da werden alle natürlich wieder nur von einem immensen Average und von dem perfekten Spiel von Michael van Gerwen sprechen. Aber das ist echt 60. Weltklasse von Ricky Evans. Und er gibt sich auf. Er kämpft, er fightet. Und das ist auch sehr schön mit anzusehen. Und er lässt auch sich nicht hängen, er gibt nicht auf. Er weiß auch, dass er hier gut spielt. 82. Klasse Darts, 171. 71. Aber auch Van Gerwen kann 171. Normal. Ja. Ja, und man da kommt auch das Grinsen. Man sehe sich das nur noch an und staune tatsächlich. 85 Rest. Triple 15 oder Triple 19. Triple 19, Triple 19. Doppel 14. Ricky Evans und dann lässt er das Doppel aus. 81. Vielleicht der letzte Dart, den er hier geworfen hat in diesem Match, Ricky Evans. Bullseye in Style, 63. Nicht ganz. Erster Matchstart vergeben 14. von Michael van Gerwen. Oh, schwierig. Einmal jetzt umstellen, Ricky Evans. Doppel 1! Er bleibt noch ein bisschen im Spiel, Ricky Evans. Übersteht den Matchstart, holt das Break und wirft nochmal an. Und der ist doch voll motiviert. Schau dir den an. Ja, schau dir den an, Ricky Evans. Die Darty-Party, die Darty-Party ist noch nicht vorbei. 60. Ach. 9 Data von Ricky Evans würde ich auch mal wirklich gerne sehen. Das ist ja, kann ja nur dann auch mit Abstand der schnellste sein. Und kann auch tänzerisch nur der spektakulärste im Anschluss sein. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, Devin Stanley mit seinem 50-Meter-Sprint über die gesamte Stage damals war auch legendär. 2013 ist das passiert. Schon 7 Jahre her. 131. Und 6 Darts für 164. 134. Starke Stelle, 32 Rest. Ein undankbarer Job heute für Regie und Kameramänner bei diesem Match von Michael van Gerwen gegen Ricky Evans. 780 Michael van Gerwen. Es geht so schnell, es ist so spektakulär und du weißt nicht, wo der nächste Dart hingeht. Der auf jeden Fall in die Doppel. Ricky Evans gleicht hier nochmal aus und zwingt auch in diesem Satz Michael van Gerwen in das entscheidende Leck hinein. 134. Und van Gerwen startet stark. Und ich habe das Gefühl, es wird hier auch das letzte Leck sein, aber warte mal ab. Es muss ein 12-Darter von Ricky Evans sein. Ist meine der Vermutung. Weg stimmt von Ricky Evans. 97. Weißt du, was man in Zockersprache sagt, wenn man so überhaupt keine Chance hat, das? Sprich, 84. GGWP heißt so viel wie Good Game, Well Played. Und das kann man im Dart auch wunderbar übertragen. Du hast manchmal echt einfach keine Chance, dass du richtig gute Dart spielst. Das, was Michael van Gerwen hier ans Board spielt, das können halt auch nur ganz wenige auf der Welt. Also Doppel 8 fürs Match. 150. Zweiter Matchstart. Da hast du absolut recht, Basti. Dieses Niveau, das ist weißt ja wirklich. Was soll Ricky Evans da noch rausholen? Der spielt wahrscheinlich das Spiel seines Lebens hier mit. Aber dieses viel mehr, diese Stufe noch mal drauf.
Das können ganz wenige und so passt der dritte Matchstart. Michael van Gerwen geht hier mit 4:0 durch Runde 3 gegen Ricky Evans. Das sieht klar aus, so klar war es aber nicht. Von beiden ein Weltklasse-Match zum Abschluss dieser unfassbaren Abendsession an Tag 10 aus dem Alley Pally. So Martin, vielen Dank. Du bist auch morgen wieder mit dabei. Auch da erwarten uns wieder große Darts mit Van Dijvenbode, mit Gary Anderson, mit Gervin Price und vielen, vielen mehr. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, bei unserem Gewinnspiel ordentlich abzusahnen und dann geht's ins Studio zu Jana Woznica.